Emma hat Unmengen an Stoffen für die Modenschau verbraucht und der Lieferant hat auch schon zweimal gemahnt. Das ist keine Antwort. Ja, du hast das Geld noch nicht überwiesen und also deshalb... Ja, also was? Ja, also musste ich an meine eiserne Reserve. Was? Deine eiserne Reserve, das an deiner Tasche, das sind mehrere tausend Euro. Ja, und? Erst behauptest du, es ist das Geld von der Bank. Und jetzt plötzlich willst du es gespart haben? Wovon? Wovon? Du weißt ganz genau, dass ich hier mal gearbeitet habe. Du hattest ein Gastspiel als Bardame und einen Kurzauftritt als Küchenhilfe. Davon spart man nicht so viel Geld. Ja, habe ich aber. Zum letzten Mal, Rosalie. Wo stammt das Geld her? Zum letzten Mal, Felix, ich hab's mir vom Mund abgespart. Sag mal, willst du mich für dumm verkaufen? Du tischst mir hier eine Lüge nach der anderen auf und du glaubst, ich schluck das? Was, du schimpfst mich eine Lügnerin? Ja, beweis mir das Gegenteil. Sie sagten, Sie hatten auch keine Ahnung, dass die vermeintliche Silvia sich wieder zum Bösen verändert hat? Hab ich das? Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, was ich gesagt habe. Aber ich weiß es. Und zwar genau. Und auch, was das bedeutet. Nämlich, dass Herr Saalfeld mir bislang nicht die Wahrheit gesagt hat. Ach, und das entnehmen Sie einem einzigen Wort, einem auch? So, und diese Aussage werden Sie jetzt auf dem Revier noch einmal schön zu Protokoll geben. Darf ich bitten? Mein Wagen steht da drüben. Herr Kommissar, den Weg können Sie nicht sparen. Ich hatte keine Ahnung, wer meine Frau in Wirklichkeit ist. Ach, das klang aber eben noch ganz anders. Ja, ich habe eben etwas in diese Richtung gesagt. Da haben Sie recht, aber das war eine Lüge, um diesen dummen Jungen aus der Reserve zu locken. Das ist eine Lüge. Sie haben es beide gewusst, und zwar schon lange. Ach, Herr Konopka, Sie auch. Das wird ja immer interessanter. Der Bengel lügt. Tu ich nicht. Sie lügen. Herr Sponheim, ich habe durchaus Verständnis, dass Sie unter diesen gegebenen Umständen leiden. Es geht immerhin um Ihre Mutter. Aber tragen Sie das nicht auf den Rücken anderer aus. Die eine Lüge nach der anderen aus Ihrem Munde kommt, ohne dass Sie mit der Wimper zucken. Schluss jetzt. Ich will das nur... Ich sagte Schluss jetzt. Kommen Sie. Ich lüge nicht. Ehrlich. Sie haben es beide gewusst, dass Silvia meine Mutter Barbara von Heidenberg ist. Wahrscheinlich auch, dass sie irgendwann wieder die alte, die böse Barbara wurde. Nur ich nicht. Ich habe die ganze Zeit geglaubt, sie hätte sich zum Guten verändert. Na, kommen Sie. Auf dem Revier können Sie das alles noch mal in Ruhe zu Protokoll gehen. Kommen Sie. Und Sie beide halten sich zur Verfügung, ja? Reisen sind fürs Erste gestrichen, ja? Das war ja eine Glanzleistung. Spar dir deinen Sarkasmus. Musstest du den Kleinen so provozieren, jetzt hänge ich damit drin. Ja, jetzt hängen wir eben beide mit drin. Ja. Hast du behauptet, das Geld sei von der Bank oder nicht? Ja, ich wollte dich provozieren, weil du das Geld noch nicht überwiesen hast. Ich meine, glaubst du, ich gehe gerne an meine eiserne Reserve? Ach komm, hör mir doch auf, von ehrlicher Arbeit stammt das nie und nimmer. Dafür verdienst du viel zu wenig. Du vergisst die Trinkgelder. Aus deiner Zeit als Barkeeperin? Mhm. Sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen? Wieso? Ich war sehr beliebt bei den Gästen. Ich war lang genug Restaurantleiter, um zu wissen, was an Trinkgeldern reinkommt. Und Prinzess Dirndl macht keinen bedeutenden Umsatz, sonst hättest du mich nicht nach dem Kredit gefragt. Oder war das auch gelogen? Brauchst du das Geld für was ganz anderes? Ach, frag doch Emma, hm? Mir gehört die Firma nicht allein und sonst läufst du da auch mit jedem Mist zu ihr. Ach, lass doch deine Schwester aus dem Spiel. Ja, und du lässt deine Finger von ihr. Wie bitte? Ja, sag mal, glaubst du, ich weiß nicht, was in diesem Kraftwerk gelaufen ist? Umsonst hat sich Emma nicht vom Ben getrennt. Was willst du denn damit sagen? Ja, wahrscheinlich hat sie die ganze Zeit gegen mich gehetzt und irgendwelche Gemeinheiten über mich verbreitet bei eurem kleinen Täter-Tät im Kraftwerk. Weil sie noch immer in dich verknallt ist. Unser kleines Täter-Tee im Kraftwerk? Sag mal, wie geschmacklos kannst du eigentlich noch werden? Wieso? Euch ist doch kein Haar gekrümmt worden. Und mal eine Nacht in einem feuchten, dunklen Raum zu verbringen, das ist noch lang keine Nahtoderfahrung. Entschuldigung. Weißt du, das ist... Er ist immer toll. Hör auf! Pack deine Sachen. Pack deine Sachen, nimm alles mit. Ich will dich heute Abend hier nicht mehr sehen. Bitte.
Wunderbar, vielen Dank. Bitte. Wie kann Ben sowas sagen? Er hätte auf seine Mutter hören sollen. Sie hätte ihn vor mir gewarnt. Ich bin im Gegensatz zu ihr keine Schwerverbrecherin. Es ist bestimmt gut, wenn wir uns eine Weile nicht sehen. Vielleicht beruhigt er sich dann. Hoffentlich. Und wenn nicht, wenn ich ihn wirklich als Freund verloren habe, an den Gedanken werde ich mich wohl gewöhnen müssen. Emma? Ja? Die Marie für Sie. Oh, danke sehr. Hey, wo bleibst du denn? Ich habe schon einen Kleiderständer draußen. Mit oder ohne Dirndl? Na, mit natürlich. Dein Vater hat mir geholfen. Ich bin noch im roten Salon. Wozu das denn? Rosalie kümmert sich doch um den ganzen Aufbau. Hier steht aber noch nichts. Was? Wieso das denn nicht? Keine Ahnung. Ich habe deiner Schwester schon auf die Mailbox gesprochen. Na, ganz toll. Wie soll ich das denn jetzt alles alleine bis morgen schaffen? Wir schaffen das. Keine Panik. Marie, was täte ich nur ohne dich? Danke. Sobald ich hier fertig bin, komme ich. Bis dann. Okay, bis dann. Danke. Was denkt Rosalie sich eigentlich? Herr Sonnbichler? Ja? Wir müssen den zweiten Kleiderständer nicht runtertragen. Ich mache das dann mit Marie, wenn sie kommt. Ah ja, okay. Dankeschön. Nehme an, die Neugierde hat Sie hierher getrieben. Kann ich nun zur Qualifikation oder nicht? Kommen Sie, setzen Sie sich erst mal. Hm? Also, hat man Ihnen das Ergebnis der Kernspin genau erklärt? Eigentlich habe ich nur begriffen, dass Ihr Verdacht auf Schultereck-Gelenksprengung sich bestätigt hat. Aha, sehr gut. Also dann so kurz und verständlich wie nur möglich. Dass sich Ihr äußeres Schlüsselbeinende zum Schulterdach hin erhoben hat, das können Sie hier ertasten. Die Ursache dafür ist eine Verletzung der stabilisierenden Bandstrukturen des Schultereckgelenks. Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen einer leichteren, mittleren und schwereren Verletzung. Und welche habe ich? Die mittlere. Wir nennen das Teilzerreißung des Kapselbandapparats. Aber zum Glück immerhin kein Klaviertastenphänomen. Bedeutet? Das bedeutet, dass Sie eventuell um eine Operation herumkommen. Mit ein bisschen Glück und etwas Hilfe von mir heilen Ihre Bänder ganz von selbst. Dann kann ich also doch an der Qualifikation teilnehmen. Wenn Sie bis dahin auf Ihr Training verzichten können, eventuell. Andernfalls sehe ich schwarz. Ich werde Ihnen einen Schulterverband anlegen, damit Sie Ihr Gelenk ruhigstellen können. Wenn ich nicht trainiere, schaffe ich die Qualifikation nie. Und wenn ich mich operieren lasse in derselben Klinik wie Hendrik, würde das die Heilung beschleunigen? Eventuell, garantieren kann ich es nicht. Dann mache ich die Operation. Sie wollen sich ohne zwingenden Grund unter das Messer legen. Hendrik war von der Klinik begeistert. Von der Klinik oder von mir? Eigentlich von Ihnen. Die Ärzte arbeiten dort bis zu 48 Stunden am Stück. Was das bedeutet, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Übermüdete Ärzte. Wer müde ist, macht Fehler. Haben Sie deshalb gekündigt? Ich wurde gekündigt. Möglicherweise habe ich meine Meinung zu deutlich zum Ausdruck gebracht. Hendrik vertraut Ihnen. Vielleicht sollte ich das auch tun. Sehr gut. Und als erstes verschreibe ich Ihnen jetzt einmal eine große Portion Geduld.